Herzlich willkommen in der Hamburger Kunsthalle. In der Galerie der Gegenwart zeigen wir die absurde Schönheit des Raumes, sieben Künstlerinnen versus Ungers. Eine ganz besondere Ausstellung, die die Galerie der Gegenwart in buchstäblich ganz neuem Licht zeigt, nämlich mit geöffneten Fenstern und geöffneten Oberlichtern. Eine ganz neue Situation, in der wir sieben Künstlerinnen beauftragt haben, mit Raum umzugehen. Sol Calero zeigt uns noch einmal die sinnliche Seite der Farbe, wie das vielleicht fast schon stereotypisch zu sein scheint für die Karibik. Sol Calero ist Venezolanerin und führt uns etwas vor, was wir Europäer vielleicht vergessen haben. Inmitten von guter Farbe lebt es sich vielleicht besser. Hier stehen wir vor einer Arbeit von Franziska Reinbote. Franziska Reinbote arbeitet auf den ersten Blick recht konventionell. Das ist eine zweidimensionale Fläche, die bemalt ist. Aber vor mir steht schon etwas, was anders ist. Was hier auf den Stock aufgestützt ist, ist Farbteig, und zwar im Wortsinn. Sie hat hier Pigment mit Teig gemischt. Das Ganze ist natürlich etwas fragil, geradezu prekär, und ganz genau wissen wir nicht, ob das überhaupt die Dauer der Ausstellung aushalten wird. Das ist eine der Schönheiten in der Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Man weiß gar nicht genau, wie es ausgehen wird. Und dieses Element des Risk-Taking, das hätte ich gerne in der Galerie der Gegenwart dauerhaft verankert. Denn wir arbeiten ja mit Künstlerinnen und Künstlern an den Dingen, die in der Zukunft so sein sollen. Und sowas zu verhandeln, das geht nur mit lebenden Künstlern. Jan Albers stellt sich gar keine Frage. Das ist natürlich Malerei, ist ja viel Farbe dabei. Es ist nur so, dass in dem Fall die Malerei noch ein wenig dreidimensional wird. Es ist ein Relief, natürlich, ein bemaltes, ein gefasstes. Und die Frage stellt sich natürlich, wo ist Malerei Malerei, wo ist Relief Relief? Und die Erkenntnis ist relativ einfach, diese Gattungen gibt es eigentlich nicht mehr. Und am Ende hat man eben ein Bild, das wie eine Landschaft erfahrbar ist, aber natürlich ein abstraktes Stück Malerei. Ja, auch Dana Greiner ist Malerin, zum Beweise dessen mindestens ein Gemälde, aber natürlich geht es weit über das hinaus, was wir normalerweise von Malerei kennen. Ich stehe hier in einer Projektion, die genau ausgerechnet ist, die auf diese Bilder Bezug nimmt, die aus den Bildern heraus sich bewegt, und dazu kommt auch noch der hörbare Sound. Das Ganze ist eben wirklich nur erfahrbar, wenn man es als Gesamtkunstwerk wahrnimmt, mit Sound, mit der Projektion und den Bildern. Malerei plus, plus, plus sozusagen. Dominik Halmer. Die Arbeit heißt Gabriel und Mary, für Kenner der Kunstgeschichte. Das ist die Verkündigungsszene, also der verkündigende Engel und Maria. Und in die Mitte ist ein Krönchen gemalt worden, an die Wand gesetzt. Das Zugeständnis an die Zeitläufe sozusagen und an die Eindeutigkeit. Und wenn man sich die beiden Gebilde anguckt, sowohl die Maria als auch den Gabriel, stellt man fest, da kommen irgendwelche kanonenartige Läufe, die offensichtlich entweder diese oder diese das Krönchen in die Luft geschossen haben. Dadurch entsteht eine Beziehung dieser beiden Bilder, die auf einmal aus dem Raum eine Leinwand machen oder eine offene Fläche. Claudia Wieser. Da könnte man auf den ersten Blick denken, das ist Interior Design, was auch nicht schlimm wäre. Es ist Farbe dabei, die Kacheln sind bemalt. Es ist aber auch dieser glänzende Kubus mit dabei, der so eine Art vorgebildete Fläche ist. Es ist natürlich kein Design, weil es ist jetzt nicht nutzbringend. Man kann nicht drauf sitzen, man kann es nicht als Küchenkacheln verwenden. Es ist ein gestalteter Raum. Und auch da taucht wieder eine Frage der Malerei auf. Inwieweit ist das denn jetzt Deko und inwieweit hat es eine Aussage? Oder andersrum, muss es eine Aussage haben, damit es kein Deko ist? Und hier ist eigentlich mit am schönsten gezeigt, wie mit den Räumen von Ungers umgegangen werden kann. Helga Schmidhuber beschäftigt sich sichtlich mit Tieren, und was sie gebaut hat, ist ein Schrein für, ja, für uns Menschen eigentlich, denn ich stehe auf einer Arche, die sozusagen das letzte bisschen, was unsere Zivilisation noch tragen wird, symbolisiert. Und die ganze Arbeit ist tatsächlich ein relativ klares Fanal dafür, dass wir uns überlegen sollten, wie wir mit der Welt umgehen. Das Schöne ist, das Pathos, was hier drin ist, ist durchaus ernst gemeint und auch durchaus tragfähig. Insofern tut auch hier Malerei wieder das Übrige, um zu zeigen, dass man sich einer Perspektive auch mal von der anderen Seite nähern könnte.